Mahlzeit, Freunde! Willkommen zurück bei Fortnite und heute eine weitere wöchentliche Herausforderung, und zwar lege 2000 Meter in einem Kugler zurück. Ihr seht, 1920 habe ich schon abgeschlossen. Ist auch eine mega einfache Aufgabe, man muss halt nur wissen, wo die Kugler sind. Und das zeige ich euch jetzt. Geht ganz einfach, auch wenn man einen hat, ist das ruckzuck erledigt mit den 2000 Metern. Als allererstes müssen wir nach Rave Cave, da wo dieser riesige, gruselige Teddybär ist. Und ringsrum sind überall Plattformen um dieses Gebiet. Und auf so eine Plattform, da müssen wir jetzt hin und da finden wir unseren Kugler. So, Freunde, vor uns sehen wir diesen Teddybären, den ich gerade meinte. Auf der Karte habe ich hier mal markiert. Da sind auf jeden Fall immer Kugler. Das ist da vorne. Aber da ist eine Plattform. Da ringsrum sind Plattformen. In der Höhle sind auch welche. Aber hier vorne sind definitiv immer welche. Da sehen wir es auch schon. Jetzt muss ich nur kurz landen. Und hier, Freunde, haben wir unsere Kugler. Ganz einfach einsteigen. 100% Akku haben wir. Und dann können wir auch hier so ein bisschen Achterbahn fahren. Kann man auch sein lassen, wenn man nicht wieder rauskommen würde. So. Und mit dem Ding im Gepäck müssen wir immer noch fahren und fahren und fahren. 2000 Meter kann man natürlich machen, währenddessen man in der Achterbahn ist. Weil in der Achterbahn lädt sich das Ding tatsächlich wieder auf. Weil den Akku können wir sollen sich nicht laden, aber in der Achterbahn kriegen wir wieder Strom dazu. Und mehr gibt es dazu nicht zu sagen, Freunde. Einfach einen Kugler besorgen, rumkugeln. Und das war's auch schon.